Ja, Ladies and Gentlemen, ich habe ja angekündigt gestern, dass ich neue Wege gehen werde. Ich werde in ferner Zukunft diverse Xbox-Spiele spielen der letzten Jahre. Und jetzt spiele ich mit euch Mafia 2. Mafia 2 ist mir in den letzten Jahren auf der Xbox 360 einigermaßen ans Herz gewachsen. Du hast zum Beispiel hier die Story, die Inhalte zum Herunterladen, das Hauptmenü einmal. Das ist ja mit das Hauptmenü eigentlich von Mafia 2. Du hast einmal die Inhalte zum Herunterladen. Ja, ich bin momentan nicht angeschlossen. Dann hast du hier die Extras. Das wäre die Autozyklopädie. Da klicken wir mal drauf. Ich wurde zum Verbrecher, weil ich kein Opfer werden wollte. Aussage von Tommy Beredo. Und da hast du natürlich die Möglichkeit, eben einmal die Autogarage anzuschauen. Da hast du zum Beispiel den Escort Bailey. Hört Leistung 98 kW. Höchstgeschwindigkeit 198, Gewicht 856. Mit Y könntest du die Farbe nach Wunsch natürlich ändern. Ja, so mit Y könntest du dir dann die Farbe ändern. Du hast dann zum Beispiel einen Buckle Kingfisher 140 kW. Aber Höchstgeschwindigkeit nur 167, Gewicht 1957. Auch hier hast du wieder die Möglichkeiten, natürlich die Farben auszuwechseln. Ja, und das Spielchen kannst du natürlich mit 36 Autos machen. Da hast du die ganzen Beschreibungen, da hast du einen Houston Wasp, da hast du ein Polizeiauto, Calver Emperor Polizei Spezial. Ja, da hast du den ISV 508, eigentlich ein schickes Cabrio. Ja, was soll ich nicht glauben, 194 kW. Ja, dann das Jefferson Provet CCNL, was soll ich auch nicht glauben, 146 bringt der zusammen. Dann hast du einen Lesser der Serie 69. Ja, da hast du einen Milchwagen, ein Potomatic Indian, dann hast du einen Quicksilver Winstor Texas, ein Schubert, Super 38, ja, ein Lieferwagen ebenfalls, Super 38, dann ein Taxi, Super Beverly, ein Super Frigate, ja. Ich glaube, da war auch bei James Bond dabei. Es sind ein paar James Bond Auto auch dabei. Dann den gepanzerten Wham, ja, den Leichenwagen, einen LKW hast du dabei, einen LKW mit Plane, ein Breachen, ein Schubert Pickup, ja, ein Schneepflug, und du kannst jeweils immer die Farbe wechseln. Ja, Schubert Serie AB, ein Smith Coupé. Ja, hast zum Beispiel Smith Custom 200, ein Smith Custom Polizei Special, ein Smith Deluxe Kombi, ein LKW, Smith Manline, Thunderbolt. Das glaube ich war James Bond Auto. Das war ein James Bond Auto, was ich mich noch so erinnern kann. Das ist also mein Auto. Das da, das ist eine richtig geile Farbe. Das ist wirklich violett. Wirklich mit einem schönen rosa Dachel. Das ist ein geiles Auto. Ja. Das ist mein Auto. Ich glaube, der Wokka Rocket war auch, glaube ich, ein James Bond Auto. Das ist also ein geiles Auto. 200 bringt er zusammen. Also das, diese zwei Autos. Das sind meine Favorite. Das ist die richtige Farbe.
Violet. Diese zwei Autos mit der richtigen Farbe kriegen das da, also der Walker Rocket und eben das Miss Thunderbolt. Das sind meine zwei Haberer Auto. Ja, das sind meine Top-Favoriten. Ja, gewichtmäßig 1352 und eben das ist der 1029er. Aber ich glaube, das ist eh das schwarze Auto in dem ganzen Spiel. Ja, das Mies war 8, ich meine, ja. War ein leibendes Auto, aber ja. Ist auch ganz geil. Mit der richtigen Farbe. Ja, also du kannst die Autos aussuchen, betrachten und eben anschauen. Diese Autos kommen da in diesem Spiel. Also, dann vor der ganzen kannst du es dann beenden. Ja, das sind dann so diverse Beschreibungen. Dann sammelbare Objekte kriegst du dann auch irgendwann einmal. Im Playboy, Steckbriefe. Ja, im Laufe der Zeit bei diesem Spiel. Ja, mit RP, also du kriegst diverse Sachen dann auch. Steckbriefe, Playboys, Sachen. Dann Konzeptgrafik, kannst du das dann eh. Kriegst du dann auch Sachen. Eben. Ja, da musst du schwer spielen und Spielstatistik eben für mich. Aber Engel, was spielen wir schon? Freigeschaltete Erfolge, 47 hast du zur Verfügung. Freigeschaltete Grafik 32 und eben dann Playboy Magazine, was dann eigentlich auch dann gibt, hast dann 50 Steckbriefe, 159 zu Fuß zurückliegende Entfernung wird da auch beschrieben, was dann zurückliegst. Also das Spiel hat wirklich alles, also gestorben, wie oft du gestorben bist, verdientes Geld, ausgegebenes Geld, Gegner, Zivilisten, die Kugeln. Also an diesem Spiel mangelt es überhaupt nicht, dass du eigentlich immer sehr gut aufgeklärt bist. Also das hat wirklich mal in den letzten Jahren mir wirklich zu Herzen gewachsen, dieses Spiel. Einer der wenigsten Spiele war das eigentlich, was mir getaugt hat. Ja, dann die Inhalte zum Runterladen. Muss da angeschlossen sein auf. Bin ich momentan jetzt nicht. Ja, da Option, die Steuerung kannst du da anschauen, eben gehen. Ja. Eben dann fahren. Ja. Da kannst du auch mit X die Belegungen ändern. Oder mit A erweitern. Aber ich habe das eigentlich überlassen. So wie es ist. Dann da die Tipps kannst du einschalten. Tipps kannst du einschalten. Grafik. Ja, in Ton, in Musik kannst du auch ein bisschen leise drehen. Ich habe das eigentlich so um die 20 oder 10 immer eingestellt. Aber 10 glaube ich reicht, weil man will ja was auch hören vom Let's Play, von mir meine Stimme. Ja, also das muss rechnen. Ja. Dann speichert es sie auch automatisch. Naja, dann fangen wir mal klarweise an, Mafia 2 zu spielen. Ich hoffe, ich habe alles beschrieben. Ja. Die Story fortsetzen. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Kapitel Art, warte, ich bin da, die alte Heimat. Das ist in Kapitel, oder ich kann ein neues Spiel spielen, oder ich kann die Story fortsetzen. Ich werde einmal mit euch exklusiv eine neue Story beginnen. Du kannst im leicht, mittel und schwer, da wird dann diese Option ist geeignet für Anfänger oder Spieler, die mit dem Actionspiel wenig vertraut sind.
Mittel, eine gute Wahl für Meisterspieler, die mit Aktien vertraut sind und einen schweren Baubein nicht reden. Ja, also, ich tue mir auf leicht. Ich bin ja kein Schand nicht. Ja, kein Schand nicht. Ja, ich sag kein Schand nicht. Ja, das sind dann von Tommy Angelo so Aussagen. Präsentieren Mafia 2. Ich heiße Vito Scaletta, geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca, vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Eine Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Vito, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rar, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Ach, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander, Scheiße, und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Kapitel 1. Die alte Heimat. Sizilien, Juli 1943. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Eh?
Ja, meine Damen und Herren. Das waren einmal die ersten Minuten. Ja, wenn Sie... Ich hoffe, wie gesagt, ich komme aus Österreich. Normalerweise ist Mafia ab 18 gedacht. Ja. Normalerweise. Ja. Das heißt, normalerweise dürfte mir YouTube dieses Video nicht lizenzieren. Ja. Ich komme aus Österreich. Ich hoffe, wir können in den nächsten Wochen und Monaten dieses Spiel spielen. Wenn ihr dieses Video seht, werden wahrscheinlich einige Wochen vergangen sein. Ja, als ich das aufgenommen habe. Aber ich werde dieses Spiel da weiterspielen. Ciao, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.